Ja, hallo, servus und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal ging es um ein Enduro-Dickschiff-Training. Das Ganze haben wir durchgeführt über Southern Cross Australia bzw. Smiley Tours, organisiert von Stefan Gogo Bockisch, und es fand statt auf dem Trainingsgelände des MSC Stiftland in Mitterteich in der Oberpfalz. Ein tolles Trainingsgelände für den Hobby-Enduro-Fahrer, und was wir da gemacht haben, zeige ich euch jetzt. Lasse ich euch gleich wieder rein. Ich werde mich ab und zu irgendwo hinstellen. Achtet mal drauf, dass ihr im Idealfall, wer weit nach vorne schaut, locker bleibt und rollt ganz entspannt rum. Kontrolliert runter zu fahren. Dann kommt er wieder her, tastet euch da langsam ran. Mein Tipp, fahrt oben über die Kippe drüber, und wenn es dann langsam runter geht, über die Kupplung ziehen, dosiert die Fahrerradbremse. Anstrengend, erschöpft, aber glücklich. Wir sind jetzt beim Training von Southern Cross Australia, beim Enduro-Training. Wir sind hier in der Waldregion in der Oberpfalz. Jetzt haben wir vorhin noch ein Wildschwein überfahren mit der BMW. Das hat die Yvonne jetzt gleich da schmackhaft zubereitet. Oh, sogar mit dem Abdruck vom Stollenreifen, sehr gut. Jawohl, ja. Enduro 3, und dazu gibt es dann noch die Glöse, die fränkischen Ruhen Glöse für die Zugereisten in unserer Region, Georg. Jawohl, herzlichen Dank. Ja, und dann gibt es noch Glos mit Soße für die vegetarischen Menschen. Ja, okay, da gibt es das Gesicht des Motors. Ja, braune. Ja, und dreckig. Alte Kriegsverletzung. Ich verstehe mich halt noch nicht mehr. Sabrina, wie geht's dir? Ja, besser, weil ich finde, dass ein bisschen, vor allem ein bisschen Geschwindigkeit. Ja, geh scheiße nicht erst.
grüne Enduro-Strecke MSC Stiftland in der Nähe von Tirschenreuth. Ja. 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 Ja.